Herzlich willkommen bei Cleopatra Orakel und bei dem Selbstständigen Orakel. Ich freue mich hier sehr, euch hier begrüßen zu dürfen, vor allem für die Neuen, die hier sind. Für die Selbstständigen meine Liebesorakel ja nicht sehen, weil sie einfach das nicht interessiert, sage ich, das Angebot gilt auch hier bei Live-Premieren. In Live-Chat besteht die Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Ihr müsst nur den Dollarzeichen anklicken, 20 Euro einbuchen, kurze Frage stellen. Kurze Frage heißt, bei mir wird Projekt XYZ bis Ende des Jahres noch was bringen oder soll ich das gleich einstampfen? Also solche Geschichten oder wie wird meine finanzielle Lage aussehen bis Ende des Jahres? Also das sind solche Geschichten, die ich euch gerne beantworten kann. Diese Antwort, dadurch, dass natürlich die Videos nicht von mir live gestreamt sind, das ist mir leider von der Internetlage nicht möglich. Deswegen lade ich sie hoch. Das heißt, wenn ihr heute in diesem Video eine Frage stellt, werden die Fragen innerhalb von 24 Stunden auf YouTube hochgeladen. Wenn es mehrere Fragen sein, wird das alles in einem Video abgearbeitet und das könnt ihr euch dann auch mehrfach anschauen. Okay? Gut, also das Angebot gilt natürlich auch für euch selbst. So, jetzt zurück zu meinem Bild, was ich erhalten habe für diese Woche. War echt lustig. Und zwar für die, die auch neu sind, sage ich auch immer mein persönlicher Berater zum Thema Selbstständigkeit, Unternehmertum und so weiter ist der Kimich Ahau, der mexikanische Sonnengott, der mich hier so ein bisschen peitscht durch die Gegend, ja, damit ich schön wachse, ja, also es ist ein Tougher und er nimmt mich auch sehr tough, genau, aber mit ihm komme ich halt weiter und das ist gut so. Welche Botschaft habe ich von ihm bekommen? Also nur damit ihr wisst, wie er immer bei mir auftaucht, also das ist wirklich ein Ritter, komplett in Gold, auf einem Pferd, der total in Gold geschmuckt ist und er ist immer unfassbar schnell unterwegs. Ja, also das ist, bei ihm gibt es kein Warten, bei ihm gibt es wirklich nur Lichtgeschwindigkeiten, in denen man sich mit ihm bewegt, ja. So, und diesmal kam er aber sehr, sehr langsam auf dem Pferd auf mich zu und ich habe gefragt, wieso bist du denn so langsam unterwegs? Und er hat gemeint, jetzt muss ich nicht mehr hetzen, denn ihr seid auf dem richtigen Weg. Okay. Er meinte, solange wir nicht auf dem richtigen Weg waren, musste er extrem schnell unterwegs sein, um wahrscheinlich das Schlimmste zu verhindern. Und jetzt sind wir extrem schnell unterwegs und er muss es nicht, weil er weiß, dass wir schon das Richtige tun. Krass, oder? Genau, und ich habe gesagt, okay, was bedeutet das jetzt für unsere Woche? Und dann habe ich wirklich so eine NASA-Rakete gesehen, die dann nach oben gestartet ist, in Wahnsinnstempo. Also bin sehr gespannt auf die Bilder, was uns sich hier jetzt zeigt, nochmal in den Karten selbst, ja? Ob wir die Bestätigung tatsächlich bekommen. Für mich ist das immer eine spannende Geschichte, ne? Also ich weiß genauso eigentlich genauso viel wie ihr und ja, so what, wir werden sehen. Macht der Fantasie und Nachdenken. Ich glaube, das geht zu Ende, dieses ständige Nachdenken darüber, wie wäre es, wenn, sondern das wird jetzt möglicherweise tatsächlich realisiert. Okay, erste Karte haben wir. Tick-Tack. Ja, diese Zeit ist reif, ne? Zeit ist reif und Zwischenwelt vom alten Leben in das Neue. Tick-Tack ist auch Tempo, ne? Tick-Tack ist auch ein Thema, wo alles schnell geht, wo alles Tempo annimmt, wo wir manchmal in der selbstständigen Leben gar nicht mehr wissen, wo rechts, wo links ist und was soll ich zuerst tun und machen. Diese Sicherheit der Handlung werden wir bekommen. Wir entwickeln uns ja dahin. Okay? So, dann würde ich mal sagen, starten wir. Fünf Karten bitte. Für die Entwicklung in Projekten, im Geschäft, in eurem Laden, wo auch immer ihr gerade steckt. Die wollten zusammenkommen. Okay. Dann nehmen wir die auch. Mein Gott, sind die Karten riesig, ey. 2, 3, 4 und 5. Es ist blau. Alles ist blau. Und 3 der Erde.
Als Hauptenergie. Drei der Erde ist natürlich der Lernprozess, das ist Kreativität, das ist Anerkennung für die Arbeit, das ist gut im Team zusammenarbeiten. Also so ist die Energie. Aber für mich ist es ja hauptsächlich eigentlich so eine Lernkarte, ja, so Aufstieg auf eine höhere Stufe in unserer Entwicklung, ja. So, was haben wir hier als erstes? Wir haben hier zwei des Feuers und der Wagen. Zwei des Feuers sind für mich zwei der Stäbe im Sinne, ich habe zwar eine Idee, aber ich weiß nicht, wie ich sie realisieren soll. Und du wirst aber jetzt wissen, wie du sie realisieren sollst und deswegen wirst du nach vorne preschen. Ja? Das ist diese Rakete, die dich erreicht, weil du eine Idee. Du bekommst einen Impuls, wo du weißt, wie du sie realisieren sollst. Ja? Dieses Gefühl, ich bin jetzt bereit, weiterzuziehen. Es ist an der Zeit, dass ich mich weiterentwickle. Wir haben mittendrin das Rad des Schicksals. Wow. Ja? Mit dem Erzengel Michael. Ich meine, der Erzengel Michael, der trennt alles, was nicht zu uns gehört. Ne? Ab, damit wir mit Leichtigkeit nach vorne gehen können. Also eine Zeit der positiven Veränderungen. Ja? Der positiven Veränderungen und drei des Wassers ist natürlich Leichtigkeit, es ist Feierlichkeit, es ist man hat das Gefühl, man könnte tatsächlich im Leben mehr erreichen als bis jetzt, dass man sich tatsächlich auf dem richtigen Weg befindet, ja. Hier könnte es auch um neue Aufträge gehen mit Ritter des Wassers, mit neuen mit Einladungen, mit Gefühlsausbrüchen, auch wenn man glücklich, meine, schaut mal, es ist alles blau, ne? Blau ist für mich Wasser, blau ist für mich Gefühle und Emotionen und dass du vielleicht sogar ein bisschen schauen musst, dass du das alles im Griff bekommst, weil dich überwältigt. Es überwältigt dich. Es ist an der Zeit, endlich Fülle zu leben. Fülle, ja? Genau, aufhören zu kämpfen, das ist immer das Gleiche. Ne? Aufhören zu kämpfen, sondern einfach in Klarheit zu handeln. Ja, in Klarheit zu handeln. Dass wir das, was uns nicht bis dato gedient hat, gehen darf und wir neue Wege gehen können. Gut, schauen wir mal weiter, was wir hier als Klärung bekommen. Die Hohe Priesterin, das ist diese intuitives Wissen, wo es hingeht. Also hier denkst du noch mit ein bisschen Kopf, ja, also so Kopf, Herz, ja, das sind ja Stabskarten, also von dem her ist das schon verbunden. Und hier haben wir die Hohe Priesterin und der Wagen, zwei große Arkana, die sagen, jetzt weißt du, wo es hingeht, ja. Mit Klarheit kannst du das auch auf der Erde umsetzen, raus aus der Handlungsunfähigkeit, wo du bis dato nicht wusstest, wo es hingehen soll, ja. So, Königin der Münzen und Acht des Wassers. Das ist eben dieses Gefühl, ich habe mich von dem Alten abgewendet und jetzt da, wo ich hingehe, da erwartet mich die Fülle. Ja? Die Fülle spüre ich in mir und ich weiß, dass ich jetzt auf dem Weg bin, das auch auf der Erde zu kommunizieren. Das, um was du bis dato so lange gekämpft hast. Jetzt, wow, okay. Entschuldigung. Dass du jetzt die Zeit gekommen ist, wo du weißt, dass du auf dem richtigen Weg bist. Mit Rad des Schicksals und der Herrscherin, das bedeutet, es wird sich, der Rad des Schicksals dreht alles sowieso zu deinen Gunsten. Ja? Also da gibt es kein Wenn und Aber. Also es dreht sich alles drumherum, also jetzt in ganz krassen Ausdruck kannst du das dir so vorstellen, bis dato bist du den Partner nachgelaufen, jetzt laufen die Partner dir hinterher, ja. Bis dato hast du die Kundschaft gesucht oder die Projekte und jetzt werden die Projekte dich suchen, also das wäre natürlich das Optimale, ja. Aber so ungefähr kannst du dir vorstellen, mit der Herrscherin, Herrscherin ist ein Symbol der Fruchtbarkeit, Herrscherin ist das Symbol der Schwangerschaft, das heißt Zeit der Entbindung, ja. Natürlich keine Schwangerschaft in dem Sinne, sondern schwanger mit einem Projekt, ja, schwanger mit einem Geschäft. Und das Rad des Schicksals mit der Herrscherin zeigt auch, dass endlich diese Fülle auf dich zukommt, dass du eine Position erlangt hast da draußen, wo du gesehen wirst, wo man auf dich zugeht, wo man deine Expertise schätzt, ja, wo man weiß,
dass du hier was zu sagen hast, ja? Wow, okay. Ja, dass das natürlich Grund zum Feiern ist, ist mir schon klar. Ist mir schon klar, auch wenn du das dem Ganzen ein bisschen Probleme haben wirst, dem ganzen Glauben zu schenken. Ja? Also das ist ein Thema, was du mit zu viel Kopf handelst, aber die sagen dir, lass das, ja? Genieße es einfach, genieße und feiere diese Veränderung. Ritter des Wassers, ja, das ist eben diese Projekte, die jetzt die neuen, die Einladungen, diese Ereignisse, die auf dich zukommen, die dich emotional ein bisschen vielleicht auch aus deinem Konzept werfen werden, die beenden aber diese anstrengende Phase. Also deswegen sage ich ja, genieße es. Ja, schau mal, da haben wir noch mal 10 der Kelche, also wieder die erfüllende Phase in deinem Leben. Ja, jetzt merke ich gerade, dass ich mit den Karten, die ich eigentlich für Finanzen nutze, hier benutzt habe, aber das macht ja nichts. Wir nehmen die Rider-Waite, das ist auch in Ordnung. So, was bekommen wir denn als Blick für die Finanzen? Wie entwickeln sich die Finanzen in dieser Zeit? Ich habe zweimal Herrscherin liegen, ja. Herrscherin im Projektwesen und Herrscherin in. Wartet mal, dass ihr das auch seht. Dann lege ich sie ein bisschen näher zusammen. Ich lege die, genau, und ich habe die Herrscherin auch in Finanzen. Also Ende der anstrengenden Phase. Die Welt beendet diese ganz, ganz strenge Phase, die wir hinter uns haben. Das ist zu Ende. Wir erlangen unsere Position. Im Außen und im Innen und in deinem Geldbeutel, ja. Endlich wird Fairness in deinen Finanzen reinkommen, ja. So dass du dich sehr fest im Sattel fühlen wirst und gleichzeitig aber trotzdem deine. Lass mich kurz nachdenken. Diese Beziehung zum Geld. Hier ist die Beziehung zum Geld. Dass dir das nicht in den Kopf schießt, ja, sondern dass du immer noch das Geld herzlich willkommen lässt in deinem Leben, ja, dass es dir nicht über den Kopf schießt, weißt du, wie ich meine? Genau, diese anstrengende Phase, ständig den Gürtel enger zu ziehen, das ist vorbei. Genau, weil du total in die Kraft gekommen bist und die Herrscherin Kraft, schau mal, Hierophant und Fairness, wow, Gerechtigkeit, also heftige Karten und klar unter das Rad des Schicksals. Ich bin sehr gespannt, was die Woche jetzt bringt, ja. Genau. Jetzt weißt du, wo es hingeht finanziell. Du weißt, wie du mit Geld umgehen sollst. Es geht mir jetzt nicht um Nehmen und also Ausgaben und Einnahmen und keine Ahnung, Haushaltsbuch führen. Das ist so gar nicht das, in welche Richtung ich gehen soll, sondern gehen möchte, sondern das Gefühl der Dankbarkeit und das herzlich willkommen für die Energie, Geld in sich zu speichern. Darum geht es mir, ja. Geld ist auch nur eine Energie, mit der man reden kann, ja. Sehr schön. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Das, was immer dir Schmerzen gemacht hat, war der Bezug zum Geld. Und jetzt kommst du mit dem als Ritter der, also als Ritter der Kelche lässt du das Wohlstand in dein Leben herzlich willkommen. Wunderbar. Haben wir noch mal eine Engelskarte für uns für diese Woche. Sei durchsetzungsstark und nehme eine neue Ausrichtung wahr. Und das ist für mich aber das Geldthema, ja? Das ist für mich genau das Thema. Setz dich durch, dir wird geholfen, Rad des Schicksals, Erzengel Michael, die Gerechtigkeit und der Hierophant. Ich habe fast schon Angst. Meine Lieben, ich wünsche euch alles, alles Gute. Rakete, ja, ich glaube, das war das passende Bild. Ja, ich glaube, wir werden wirklich eine ganz neue Sphäre hinausgeschossen. Ich warte auf eure Berichte. Ich bin sehr gespannt. Ich wünsche euch was, gell? Tschüss!